Hallo und willkommen zu einer Folge Minecraft Apollo hier auf meinem Kanal mit den kleinen Goli neben mir. Jo, mein, genau. Wer Folge nicht gesehen hat, unbedingt rechts oben bei mir auschecken. Da haben wir nämlich, war nicht beim verrückten Wissenschaftler, bei den komischen Wissenschaftler, der ganze Zeit irgendwas geredet hat, da unten irgendwie von irgendeinem Typen, irgendwie er ist in einer versteckten Galaxie oder irgendwas, hat er gesagt. Und ja, hier ist Goli, ja, Goli, das sind Kakteen. Weil vor zwei Folgen, ich weiß gar nicht mehr, hatte Flo nämlich auch so ein Weihnachtsbäume hier hingestellt für Weihnachten. Und ja, genau. Nämlich habe ich hier jetzt etwas Neues. Und Leute, ihr habt es so oft in den Kommentaren geschrieben, deswegen habe ich hier jetzt einfach einen Enchanting Table. Dings enchanten. Kann ich Schwert enchanten? Wie funktioniert das? Okay, ich glaube, das kann ich nicht enchanten. Okay, ich glaube, beim Anvil muss ich das raufgeben. Kann ich Bogen enchanten? Doch, das geht. Ein Level. Okay. Also die Frage, wie funktioniert das? Power 1, okay. Kann ich noch irgendwas dazu machen? Ich muss das perfekt placen hier. Okay, das bringt nichts. Auch nichts. So irgendwie? Aber wisst ihr was, Leute? Egal, Enchant machen wir ein anderes Mal. Oder vielleicht unsere Axt können wir enchanten, ne? So. Und, machen wir das so. Und... was ist jetzt? Efficiency und Feeling. Was ist Feeling? Kann ich vielleicht irgendwie, so. So. Ne, Efficiency 1 und Feeling. Keine Ahnung, ich mach's mal. Oh, Leute, das hat richtig viel Level gekostet, gell? Okay? Wir haben nämlich 45 Level, okay. Nämlich haben wir auch noch den XD-Dings von Flo. Und mir ist gerade aufgefallen, ich habe noch den Österreich-Banner von dem Flo. Wo häng ich den hin? Wo kann ich den hinhängen? Ich hänge mal hier hin. Gerne Österreich-Banner von vorige Folge. Hier noch die ganzen anderen Sachen von dem Dings, ja. Dem Geschenken, von den ganzen Geschenken. Wo gehen wir das rein? Hier genau so. Und, nice. Nämlich, ihr habt doch in den Kommentaren geschrieben, ich kann den Pogo-Stick in die zweite Hand geben. Und dann springe ich trotzdem hier. Okay, gut zu wissen auf jeden Fall. Ich crafte jetzt erstmal eine neue Hose. Ich frage mich gerade, Diamanten. Ich glaube, Diamanten sind am besten hier. Nämlich enchante ich schnell noch meinen Bogen hier. Also nicht mein Bogen, sondern mein Schwert. Ne, mein Bogen wollte ich enchanten. So. Power-Dings, geht das? Oder kann, ich glaube, den Bogen, den kann man nicht enchanten in Lemon. Ja. Egal, dann würde ich jetzt noch sagen, ich zeige euch noch was, weil ich habe ganz oben am Dach was Neues, meine Freunde, meine Leidl. So, bam, bam. Ich gebe gleich das Lapis, glaube ich, hier rein, weil fürs Enchanten brauche ich sowieso. Goldie, komm mal mit. Goldie, put. Ja, komm mal mit. So, hier ist noch das Bild von Isis, habe ich auch umrahmt hier. Komm mal hier, nehme ich so, Goldie ist aber runtergeflogen. Ja, warte, Goli, ich hole dich wieder hoch. Warte, welcher Stock ist? Ich glaube, 5. 6. Goli ist auch runtergeflogen. Okay, nämlich habe ich am Dach etwas ganz Gutes, ganz Cooles für Goli gebaut. Nämlich einen Spielplatz und Goli packt der komplett rum. Goli? Ah, ne, ist eh da. Es packt nur. Alles so. Und, 7. Stock, denke ich, war das? 7. Stock. Jo, mei. Genau. Nämlich habe ich hier etwas gebaut. Und bevor ich das zeige hier, habe ich nämlich einen coolen Sitzplatz gebaut. Und, Leute, ich glaube. Oh mein Gott, okay. Der Dings breitet sich richtig aus, gerade der Meteorit, gell? Vorige Folge war da noch nicht. Schaut mal unbedingt rechts und bei mir vorige Folge aus. Also checkt die unbedingt aus. Da war der noch nicht so. Lol. Ich renne sogar direkt schon durch beim Meteorit. Alles klar, okay. Nämlich zu Goldie hier zurück. Habe ich hier so eine kleine Kaffee-Ecke oder so gebaut, glaube ich, nennt man das. Und hier, Goldie, etwas für dich. Nämlich ein Spielplatz. Und das ist sogar so eine Rutsche mit so einer Wippe hier. Und ja, richtig cool. Das ist ein kleines Dings. Oh, ich habe gerade Damage genommen. Hier ist so eine Schaukel. Also, die geht leider nicht. Ich hab's mit Chisel bitten. Leute, ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet hier, die ganzen Sachen. Also, ich find's persönlich richtig cool. Ihr könnt nicht sagen, dass hier das nicht cool ist. Und, was? Hier ist Goldie. Goldie rutscht sogar schon. Nice. Und, genau. Hier ist auch so eine Sandburg, Goldie. Also, kannst du hier, Sandburg. Wo bist du? Hier, man sieht dich fast gar nicht. So. Hier ist so eine kleine Sandburg. Kannst du ein bisschen spielen. Jo, mei. Also, so. Ihr habt doch gesagt, dass ich irgendwie einen Spielplatz bauen soll und so. Ich glaube, das war auch eine, so eine Quest, denke ich. Quest, die Quest. Apollo 99, ich stelle ein Apollo-Design. Was war das? Kanaltausch, Unternehmer. Ingo war das. Hoch von Tüll. Und Tod, der Mitspiel mit einer Falle. Weltreise, Level Up. Stille Schreier, ja, Jäger. Ingo war das mit dem Haustier. War das hier Dekoration? Für schöneren Spawn. Okay, was gibt's hier noch? Schutz, erschaffen Eisengold. Ich muss sowieso noch.
hier ein bisschen Geld sammeln, weil, genau, hier baue ich den Begleiter einen coolen Spielplatz. Jo, mei. Ich muss auch Geld sammeln hier für eine relativ coole Quest. Die Quest ist nicht von mir, sondern, also der Quest ist nicht von Questbook, sondern hier von mir, also vom Quest-Computer. Und ja, Leute, also seid nächste Folge gespannt. Dann schauen wir mal, ob wir das Geld zusammengebracht haben, jo, mei. Jo, mei, errichte eine Kuhfarm. Kann ich auch demnächst mal machen. Muss ja eh unbedingt ausbauen. Nur muss ich halt schauen wegen dem ganzen Meteor. Weil da vorne ist ein Meteor. Der breitet sich aus und ist gar nicht, ganz gar nicht gut. Oh, Leute, sogar der Baum ist hier. Mit Pilze. Ich glaube, Leute, ich glaube, das ist nicht radioaktiv, oder? Oder ist er radioaktiv? Ich weiß es nicht. Okay, was gibt's noch für Quest-Redinos so? Was gibt's hier? Das Event. Nimm mal Apollo-Event. Keine Ahnung, was Apollo-Event. Ja, Fortnite-Live-Event. Ich spiele insgesamt 30.000 Mal. Das kann ich noch nachschauen. 30.000 Mal. Wie oft bin ich schon gesprungen hier? Crouch, warte mal. Jumps. 26.668 Mal bin ich schon gesprungen, okay. So, es gibt noch Quests. Es gibt sicher noch irgendwelche. Warte mal, ist hier? Freizeit. Öffne ein Schnitzelhaus. Warte, was? Ein Schnitzelhaus? Als ob der Quest ist. Ich kann legit hier irgendwo unten ein Schnitzelhaus. Was ist. Warte mal. Muss mir anschauen. Gold, du kannst hier da bleiben und irgendwie ein bisschen spielen hier. Und, was das? Das war's, Tops. Wisst ihr, Tops ist so ein Typ, der, macht einfach. Wisst ihr was? Tops ist so ein Typ, der macht ja einfach sowas. Und, wisst ihr, er will einfach einen neuen Hashtag durchbringen, ja? Aber er schafft's nicht. Ihr wisst alle, die hier gerade zuschauen, dass Hashtag Tops stinkt immer noch der wahre Hashtag ist, ja? Also, Leute, ich muss irgendwo in die Kommentare schreiben, was ich bei Tops machen soll. Demnächst, das ist kein Hashtag. Ich werde Tops hat jetzt nicht mal selber gefotoshoppt. Weil Tops kann nicht photoshoppen. Ich muss das erstmal abbauen. Wo ist das hier? Photoshop? Ist das hier? Das war noch die Chest von letztens. Okay, also die Frage, wo ist hier der Dings? Hier, glaube ich, oder? Nice, okay, ist ein Picture Frame. Okay, genau so. Das ist böse Tops, ja? Was ist das? Keine Ahnung. Irgend so ein Witcher Tower. Jo, mei. Und, genau. Ich wollte mich doch sagen, hier, wie gesagt, ja, so ein 30-Punkt Job, wenn wir gerade im Shop gewesen sind für saftiges Silvester-Design. Weil, ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, wie ihr Silvester hier verbracht habt. Weil, bei uns war nicht so viel Feuerwerk eigentlich, aber ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, wie es bei euch war. Und genau. So, haben wir irgendwer einen neuen Brief geschickt? Nee, hat mir keiner. So, jetzt habe ich die Bilder abgebaut. Jetzt wird noch schauen. Hier habe ich noch eine Iron Box. Was noch für Quests hierzu gibt. Ich wollte schauen, das gibt's ja. Photoshop. Photoshop beim Mitspielen und füge das Bild bei ihm ein. Das kann ich auch mal machen, aber, ja, ich muss halt schauen, dass ich irgendwie. Ich weiß, ich kann nicht so gut mit Photoshop herumarbeiten und so. Sicher dein Haus mit Security Craft. Wer sich kennt den Mod Security Craft, ist nämlich. Okay, hier sind ein Vieh. Security Craft nicht kennt, das ist so eine Art Mod, wo man praktisch durchsichtige Blöcke oder so Geheimverstecke bauen kann. Also richtig cool auf jeden Fall. Okay, es gibt's noch. Hier unten ist richtig viel neu gekommen. Level up. Schon eine neue Fähigkeit von einem Haustier frei. Also ich glaube, Dings hier ist immer noch dasselbe. Also Gold hier. Finde ein Schneebiom. Ich weiß nicht, ich kann demnächst vielleicht mal erkunden gehen. Alten vergessen, finde ein antikes Weltentor. Warte mal, haben wir nicht eh nur Mine oder irgend so ein antikes Weltentor oder so gehabt? Wenn das zählt, ich weiß nicht. Stille Schreie. Okay, das ist immer noch das. Keine Ahnung, was Desert Shell oder so ist. Keine Ahnung. Kann ich überhaupt nichts schauen? Jäger. Finde und töte 15 Goblins. Die Frage ist nur, wo Goblins sind. Heiß. Errichtet ein Netherportal und betrete die Unterwelt. Das kann ich eigentlich vielleicht demnächst machen. Nächste Folge oder so. Gibt's denn noch? Eiskalt. Bring einen Mitspieler zum Weinen. Ja, das Ding ist. Ich weiß nicht, wie ich einen Mitspieler zum Weinen bringen kann. Also, ich weiß nicht. Aber ich bekomme 3 Totems, ja. Und ich habe gesagt, Flo ist totemsüchtig. Also, ja, ich habe ein paar Totems oben. Ich habe 4, 5 oder so. Also, wenn diese Folge irgendwie, sagen wir, wie viel Likes? Sagen wir, diese Folge kriegt, 2000 Likes? 2000 Likes. Wenn diese Folge 2000 Likes kriegt, dann öffne ich nächste Folge hier, ich will Totems. Und ihr könnt nachher noch schauen, dass ich die Folge vielleicht, noch mehr oder weniger ein paar Chests hier öffne. Und, ja, so, gibt es denn noch Weltreise und Tod? Königreich. Errichte die Zeus Akropolis. Ja, das ist riesig. Schaffe ich nie im Leben. Baue eine Disco, Leute. Das kann ich auch mal machen. Baumeister. Alles klar, eine Disco. Okay, wo kriegt man am meisten Geld? Schutz. Was ist Schutz? Ich schaffe eine Eisenkohle. Ich brauche Kürbisse dafür. Was gibt es denn noch? Statistik springen insgesamt 30.000 Mal.
Wahrscheinlich nach dem kommt 60.000 Mal, oder so. Erlege 80 Quests. Habe ich safe schon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 18, 19, 30, 31, 32, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Okay, 16 habe ich schon. Warte mal, 16, 60, 61, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ja, 80 Quests habe ich locker. Jo, meine 80 Quests, wo waren das? Erledige mindestens 80 Quests, genau hier. So, und da komme ich, wie viel Dollar? 80 Dollar und eine Diamond Box, also richtig cool. Erreiche Apollo Folge 50, also ich habe 25, ich glaube die Folge ist jetzt die 27., 26., irgend sowas. Profi, erreiche Level 20 in einem Skill, habe ich das schon? 20, 20, 20, ich bin Level 16 im höchsten Skill, ja. Schüler, erledige eine weitere Quest für den Gott. Das Ding ist, jetzt weiß ich nicht da, ja. Dann kriegen wir 10 gegnerische Chunks. Besitze 150 Chunks. Ja, ich habe gerade, ich weiß nicht gerade nicht, wie viel ich habe. Ich muss jetzt auch schauen, ob ich zu Hause noch ein bisschen Stuff habe. Weil, dann können wir jetzt eigentlich, weil ich mag schauen, wie viel Boxen ich jetzt habe. Dann können wir eigentlich Case Opening machen, mehr oder weniger mit den Dings. Mit den Diamond Boxen, mit den Diamant Boxen, mit den ganzen Boxen, ja. So, wie gesagt, ihr könnt Fans einschicken. Ich habe schon gesehen, zwei Leute haben mich auf Instagram hier getaggt. Die zwei Leute haben mich auf Instagram getaggt, die so Dings haben. Hier ein Franzl Silvester Merch. Ne, warte, zwei normale Franzl Merch war das, glaube ich. Also zwei normale Hoodies. Also richtig cool. Und, was hat gerade geleckt? Wie gesagt, 230 Bootjob für Safting Series, also Design hier. Und, ja, wie gesagt, ihr könnt mich auf Instagram taggen, falls ihr genau du hier, genau der gerade zuschaut, ein Silvester Design oder so hat. Könnt ihr, oder irgendein Design von mir könnt ihr mal nachschauen hier. So, dann können wir jetzt noch schauen, dass wir vielleicht noch ein Case-Opening machen mit den ganzen Diamantboxen. Ich wollte jetzt noch schauen, dass irgendwie, wegen Goldie... Oh, hallo? Nein, ich bin wieder so ein Alien. Bist du von mir da? Oh, du uns jetzt. Oh nein, Leute. Da, warum machst du so viel Damage? Nein, Leute. Du uns jetzt. Du uns jetzt. Was haben die mit dem ganzen Du uns jetzt? Grobi. Grobi? Das Bild da, warte mal, kommt der vom Planeten Grobi, was auch immer Grobi ist? Wo ist es? Nein, da ist es, da ist es. Okay, wir können auch verhandeln, ja? Hallo? War da Duns jetzt? Okay, was hat er geschrieben? Kalinka. Was für Kalinka? Nein, nein, böse. Nein. Okay, der Plan B, was machen wir? Wir können es irgendwie, warte mal. Eine Idee, warte, wir sperren es jetzt ein. Komm, put. Okay. Flo? Warte, was mit Flo? Oh nein, es hat die Tür zerfallen. Nein. Hey, was für Flo? Erzähl mir. Oh nein, was sagt der für Flo? Aber warum ist er aggressiv, das Vieh? Das andere war nicht so aggressiv. Grunki. Okay, Grunki, Flo. Grunki. Dunsitz, Grobi, Kalinka, Flo, Grunki. Grunki, was kann Grunki sagen? Grunki, Dunsitz, Pralla. Dunsitz. Was haben wir denn? Dunsitz. Poli, okay. Okay, hier, die Bäume sind, glaube ich, safe. Hä, was hat... Oh, warte mal, du uns jetzt, Broni. Was ist mit dir? Nein, Killer. Also richtige Zähne, gell? Nein, Killer. Nein. Killer. Der will mich killen. Ist ja 100%, oder? Nein. Oh nein, es geht doch... Nein. Oh. Nein, oh. Was? Als ob... Warte mal. Hä, was? Hauptsache Flo, ist immer noch Dings? Hä, warum? Alien... Was slain by irgendwas? Bei irgendwie komisch? Okay, alles klar. Aber was ist das mit für ein Alien? Warum sagt das Flo? Gibt mir einen Kommentar schreiben? Hat es irgendwas wie Flo auf sich oder so? Hä? Aber das hat auch so Zähne gehabt, gell? Leute, irgendwie habe ich mittlerweile das Gefühl, dass alle Viecher vom Meteor, so wie das andere Alien, was gekommen ist, irgendwie einfach random Viecher sind und mich einfach nur umbringen wollen. So wie das andere Vieh, was mich zweimal in die Falle von Flo reingelockt hat. Wo ist es jetzt? Ist es weg? Und dann hier ist die Tür auch kaputt. Ich muss unbedingt neue Türen hier craften. Ich glaube, es ist jetzt weg. Dunsitz. Dunsitz, Grunki, Dunsitz, Pralla. Was für Dunsitz? Dunsitz, Pralla. Was, will das prallen? Okay, ich mach mal hier mal die Tür wieder hin. So. Geht das? Oh nein, falsch. Ups. Ich muss eine neue Tür craften demnächst unbedingt. Aber warum wollen mich die ganzen Aliens immer umbringen? Okay, tun sie jetzt Grobi, Kronki. Was heißt Kronki? Okay, wisst ihr was, Leute? Oh nein, ist Rüde da. Hä? Hat sich gerade teleportiert?
Warte. Ich weiß nicht, ob ich einfach nur mehr träume oder irgendwie, ich bin gerade Level up worden. Oder ob ich einfach irgendwie nur Vorstellungen mehr habe. Keine Ahnung, ihr könnt mal irgendwie in die Kommentare schreiben, ob das irgendwas mit Flo oder mit irgendwem auf sich hat. Ja, keine Ahnung, was für ein Alien war. Alles klar, der ist schon wieder da. Nein. Böses Alien. Und wo ist es? Alien? Warte, es muss ja nicht mal ein Alien sein, ja? Das hat sich schon wieder teleportiert, glaube ich. Es muss nicht mal ein Alien sein. Ja, ich glaube, damit beende ich jetzt mal. Oh, er ist wieder da. Oh nein. Okay, warte, Plan B. Jetzt muss irgendwie das Alien loswerden, okay? So. Okay, warte. Boot. Wo ist das Alien? Alter, ich hab eine Idee, Leute. Warte. Vielleicht geht es auf Schnitzel ab. Vielleicht mag ich Schnitzel, okay? So, warte. Boot. Das ist aber runter gesprungen. Okay, Leute. Problem beseitigt. Nur, ich glaube, das ist nämlich mit dem Aufzug. Mal. Nee, das war oben. Aber ist das gespawnt oder war es vom Flo? Ich weiß nicht. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, was das irgendwie für ein Vieh war. Hä, nicht, dass sie irgendwie mehr spawnen. Killer Flo. Alles klar. Dann würde ich jetzt auch sagen, ihr, das war's mit der Folge. Lasst ein Like und ein Abo da und aktiviert die Glocke für mehr. Und schreibt einen Kommentar, ob das irgendwas mit Flo auf sich hat oder irgendwie, dass es vom Flo paranysiert kam, wenn man das Wort da spricht, ist oder so. Keine Ahnung, lasst ein Like und ein Abo da für mehr. Und schaut hier das 30. Job ab für das saftige Silvester zu sein. Jo, mein. Schickt mir auf Instagram, falls ihr einen Franzen-Hoodie oder so habt, schickt mir auf Instagram ein Foto und taggt mich. Dann freue ich euch nächste Folge ein. Lasst ein Like und ein Abo da. Und würde ich sagen, ciao!